Willkommen, willkommen zurück zu The Mighty Quest for Epic Loot mit mir, Peter Bus von Creed.de und einem von euch. Schauen wir mal, wer es werden wird. Warum kann ich die hier nicht angreifen? Ha? Huh? What? Okay. Guck mal, ich hoffe, ich komme durch mit meinen 279 Krönchen. Wo ihr übrigens zu beigetragen habt, vielen Dank. Diejenigen, die bei mir freiwillig sterben gehen, nur damit ich Kronen bekomme und nicht immer farmen muss. Sehr cool. Der Vigilante wird's, weil er dieses Beratersymbol hat. Oh, wow. 24.287. Shit. Ich glaube, der Vigilante, irgendwie so der Name, sagt mir irgendwas. Irgendwas hat es damit zu tun. Irgendwas lief da im Forum oder so. Haben da Leute zusammengelegt? Kann das sein? Ah, shit. Ich bin mit meinem Krieger reingegangen. Okay. Na gut. Gehen wir mal mit dem genervten Krieger hier rein. So, erstmal checken wir um 6:51 auf der Uhr. 5 Sekunden gab es dazu und das wird kurz angehalten. Wie kann der 24... Was ist das? Ich muss das gleich nochmal nachlesen. Irgendwas war hiermit. Warum sehen denn die Bodenfallen so seltsam aus? So, ich bin jetzt natürlich komplett overpowered. Das Schloss ist Stufe 14. Aber overpowered will nichts heißen mit den aktuellen Patch-Änderungen. Ist es jetzt schon auf der Stufe effektiv, oder was? Ich bin immer davon abgeraten, aber das fühlt sich ja gerade so an, als würde das hier laufen. 24.000 Kronen, meine Güte. Also, ich glaube, mit dem Jäger wäre ich hier nur schwerlich bis gar nicht durchgekommen. So, da glitscht er sich ein bisschen durch. Und ganz ehrlich, das interessiert mich. Ich werde das jetzt nochmal mit dem Jäger versuchen. Nachdem wir jetzt wissen, was uns hier erwartet. Schauen wir gerade nochmal. Warum haben sie denn schon wieder das Sternzeug verändert? Das sieht ja jetzt aus wie mit Paint gemacht. Oh meine Güte. So, checken wir nochmal mit dem Jäger diesmal. Ich kann einfach ein wenig verpeilt war und nicht drauf geachtet habe. So, wahrscheinlich bin ich komplett schlecht dafür ausgerüstet gerade. So. 24.000. Okay, man kann nicht mehr einfach drüber laufen, wie mir scheint. Hab ich die stehen lassen vorhin? Ist ja auch spannend, dass der einfach so davon rennt. Irgendwie. So, jetzt wird spannend. Au. Das war nicht clever. Au. Okay, genau, machen wir das einfach mal so. Ziehen wir die einfach mal hinter uns her, weil die haben ja auch keinen Spaß hier dran. Sei es drum. Die müssen ja auch irgendwie da durch. Au. Au. Okay, dann rennen wir mal gerade hier durch. Und weiter hier durch. Warum kann er mich denn überhaupt angreifen? Ah, okay, hört auf. Warte mal, schießen die Mörser mittlerweile hierher? Oh. Ah, shit. Das war jetzt nicht so cool. Ah.
Oh Gott. Alle Fertigkeiten auf einmal auslösen, bitte. Wenn's geht. Okay, okay, okay. Gut, immer noch 2 Stufen höher, als das Schloss ist. Da läuft er jetzt einfach weg und heilt sich da hinten hoch. Was? Ist das auch neu? Okay, eine. Und 2. So. Hier, schaut euch die mal an. Was zur Hölle haben sie denn hier gemacht? Okay, also wir haben es auch mit Stufe 16 geschafft. Ich verstehe die Punkte hier nicht. Ich meine, das ist ein Standard-Schlossaufbau für Stufe 25 rum. 25 bis 30. So ist in dem Dreh, da findet man das ganz gerne mal. Warum hat man hier... Was ist das? Okay, man kläre mich in den Kommentaren auf. Ich werde wahrscheinlich selber nochmal nachschauen, was zur Hölle nochmal hiermit war. Diese Dinger sind alle buggy im Augenblick. In jedem Fall, vielen Dank fürs dabei sein. Wem es gefallen hat, like da lassen, wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.